Ich glaube, dass man Informationen sehr stark filtern muss. Man bekommt natürlich auch viele Dinge angetragen, die, naja, also die dem Informanten eher nützlich sind. Also es kommen dann zum Beispiel irgendwelche E-Mails mit alternativen Heilmethoden, man soll irgendwie Steine anfassen, dann ist alles super oder irgendwelche Dinge. Also der Scharlatanerie sind natürlich da auch keine Grenzen gesetzt. Man muss da sehr stark aufpassen, an wen man sich wendet und wem man da vertraut. Ich denke, man sollte sich zum einen wirklich an Institutionen wenden, die damit Erfahrung haben, wo sich, wenn viele vertrauen, dann ist es meistens ein gutes Zeichen.